Game over. Hallo, werte Menschen des guten wie des schlechten Geschmacks, ich grüße euch. Kurzer Disclaimer. Eigentlich dreht es sich auf meinem Kanal vorrangig um Themen fernab der Realität, vor allem um Sci-Fi und Videospiele. Deshalb läuft im Video etwas Halo Infinite Gameplay, weil es zu meinem Kanal passt und es mich etwas ablenkt von einer Sache, die auch mein Leben seit einiger Zeit auf unschönste Art und Weise beschäftigt. Die derzeitige Pandemie. Überraschung, ding, ding, ding. Im Volksmund auch Corona genannt. Ein Begriff, den ich übrigens echt unpassend finde, denn wisst ihr, was ich seit je unter Corona verstehe? Die verdammte Corona einer Sonne, okay? Von daher wird in diesem Video jede weitere Bezeichnung des Virus, der durch all seine Mutationen den Anschluss zur momentan prekären Lage gegeben hat, mit SARS-CoV-2, auch bekannt als Covid-19, wiedergegeben werden. Danke für den Support, großer Häuptling. Zudem hängen mir einige Begriffe echt zum Hals raus, wie Boostern oder Lockdown. Mein persönliches Unwort des Jahres 2020 übrigens. Aber hey, immerhin gab uns die Medienlandschaft auch was zum Lachen in diesen Zeiten bei der Wahl ihrer Begriffe. Schwurbler ist jetzt schon ein echter Klassiker. Ich halte das nicht aus. Wer kommt auf sowas? Schwurbler. Genial. Aber ich schweife ab. Worum ging es nochmal ursprünglich? Ah, nice. Aber Halo war es nicht. Vielleicht, dass dies mein erstes Video mit einem vollständigen Skript ist? Nee, auch nicht. Großer Häuptling, worum ging es nochmal? SARS-CoV-2-Virus, natürlich. Und ob auch ich mich impfen lassen sollte oder gar eines Tages muss, falls das allgemein doch zur Pflicht wird. Dieser Gedanke hat mich 2021 echt beschäftigt und ich habe lange das für und wieder evaluiert und komme dennoch nicht drauf klar, wieso sich ein jeder in diesem Land, auch wenn er quasi kein Risiko für sich und seine Mitbürger darstellt, impfen lassen soll. Viele Politiker, Ärzte und Bürger proklamieren ja immer noch das Impfen und Boostern, obwohl der Schutz nichts über vor Monaten behauptet. Ich meine, soll man sich jetzt echt auch als Geimpfter alle paar Monate immer boosten lassen? Ich meine, das kann doch nicht der Ernst sein. Wo soll denn das hinführen? Wäre da nicht eine gezielte, Entschuldigung, Durchseuchung der sowieso schon kaum gefährdeten Bevölkerung, also der gesunden Jugendlichen bis mit 50er, nicht schlauer gewesen? Das soll die Immunreaktion immerhin stärker machen, hätte vielleicht langfristig zu mehr Erfolgen geführt. Aber hey, ich bin auch kein Arzt, okay? Man liest nur einfach immer das Für und Wider des Impfens und ich komme einfach nicht dazu, mich dem verpflichtet zu fühlen. Ich weiß, jetzt denken sich bestimmt manche, ey, der ist ja total unsozial. Lol, naja. Soll ich euch mal was zum Thema unsozial sagen? Schon vor dieser Pandemie hatte ich was zum Desinfizieren für unterwegs. Hielt Abstand zu anderen Leuten aus Respekt oder Desinteresse, so wie das eben ist im Leben. Und dennoch will man mir was von unsozial erzählen. Heutzutage ist meiner einer quasi ein Musterbürger in diesem Land. Social Distancing, kein Problem. Partys meiden und um andere Menschen einen Bogen machen. Genau mein Ding. Aber hey, man wird manchmal einfach schräg angeguckt, nachdem man geäußert hat, nicht geimpft zu sein. Außerdem verbringe ich aufgrund meines Hobbys viel Zeit in eigenen vier Wänden. Und das nicht nur beim Zocken, Spielen, Daddeln oder wie auch immer. Es gibt manchmal einfach Wichtigeres zu tun, als auf den Putz zu hauen. Der kleine Mann. Der kleine Maris! Der kleine Maris! Ja. Ja, der kleine Maris. Und meine saisonale Arbeit weist, wenn ich darauf achte, keine direkten Kontakte zu anderen Menschen auf. Obendrein habe ich mir im letzten Jahr circa jeden dritten oder vierten Tag dank der kostenfreien Antigen-Tests in meiner Nase rumstochern lassen, um eine SARS-CoV-2-Infektion auszuschließen und halte diese Tests auch weiterhin für sehr wichtig. Selbst wenn man geimpft ist, sollte jeder in der Woche mal ein paar Minuten entbehren, um dies zu nutzen. Vor allem, da immer mehr kostenlose Testzentren entstehen und gerade solange es noch kostenlos ist. Gruß übrigens an alle freiwilligen Tester an dieser Stelle. Vielen Dank für euren Einsatz. Dennoch haben auch in meiner Umgebung die 2G-Regeln, welche sogar in meiner Heimatstadt nochmal zusätzlich verstärkt wurden,
Denn irgendwo muss man ja als gutes Beispiel vorangehen, nicht wahr? Regierung einer Hansestadt im Norden, dessen Namen ich nicht nennen möchte, leider bemerkt. Und es hat zu Problemen in meinem persönlichen Umfeld geführt. Gerade wenn du mitbekommst, wie ein ungeimpfter Familienvater sich in einer Grauzone bewegen muss, um zu Weihnachten für seine Familie trotz 2G-Gesetz in einer großen Ladenkette noch Geschenke besorgen zu können. Oder wenn jemand wie ich sich mit seinem vielleicht noch einzigen Freund über dieses leidige Thema unterhält und man in der hitziger werdenden WhatsApp-Debatte merkt, dass man an unterschiedlichen Ufern steht und darunter wohl wirklich Freundschaften litten. Und meine Partnerin hat sich gegen ihren Willen impfen lassen, denn sie hielt das nicht mehr aus. Oder wenn man auf manch einem großen deutschen YouTube-Kanal gegen die eigene Konträre, aber freie Meinungsäußerung mit Aussagen wie ein Geimpfter, der aus dem Haus geht, ist eine potenzielle Gefahr für die Öffentlichkeit. Oder noch besser, ungeimpft zu sein, ist wie mit der Axt in Nachbarsgarten zu marschieren. Beleidigt wird. Hallo? Habt ihr sie noch alle? Diese Pandemie ist ernst zu nehmen, ja. Aber es ist keine spanische Grippe, okay? Damals wurden 50 Millionen Menschen dahingerafft, bei einer viel kleineren Weltbevölkerung. Übrigens, Fun Fact, obwohl in der spanischen Grippe eigentlich mal gar nichts funny ist, wusstet ihr, dass der Begriff nur daher kam, weil die spanische Presse unzensiert als erste darüber berichtete? Und ich dachte immer, weil die dort zuerst ausgebrochen ist. Tja, nun wisst ihr das auch. Das war eine Bedrohung, bei der ich extreme Regulierung und Beschlüsse selbst gegen die Freiheit des Einzelnen ja noch irgendwo verstanden hätte. Aber diese ganzen Anfeindungen und drakonischen Strafen durch unsere Obrigkeit, die scheinbar nicht mehr wirklich weiß, wie man hier noch relativ herauskommen soll, stehen in keinem Verhältnis zu der derzeitigen Gefahr für den Otto-Normalbürger. Bevor das hier zu lang und mehr in ein sozialkritisches Video-Essay der Gegenwart als eine persönliche Fragestellung mit kleinen Anekdoten ausarten tut, möchte ich euch noch sagen, es gibt vielleicht keinen Weg mehr zurück in euer altes Leben. Und auf andauerndes Impfen, Boostern und Verbote, die einem persönlich sowie dem Einzelhandel dauerhaft schaden, kann man doch nicht all seine Karten setzen. Jeder erfahrene Glücksspieler wüsste das besser. Also kann ich euch nur eines mit auf den Weg geben, falls ihr überhaupt noch da seid oder gewillt, mir noch zuzuhören. Seid weniger aggressiv, zeigt mehr Verständnis, weniger Halligalli und Warnschieben und dafür mehr wieder auf sich und andere achten, egal ob geimpft oder nicht. Handelt jeden Tag so umsichtig, als wäre es euer letzter und lasst euch dann und wann testen, nur um sicher zu gehen. Wenn jeder wenigstens sein Nötigstes gibt, um andere so gut es geht zu schützen, ohne dazu gezwungen zu werden, dann kommen wir hier, glaube ich, noch als Mitmenschen anstatt als Gegenmenschen heraus. Also in diesem Sinne, seid cooler, wie ich zu sagen pflege, und lasst euch nicht in Panik versetzen, dann schaffen wir das. Auch ohne neue Pflichten und Gesetze. Denn auf andere zu zeigen und die zum Sündenbock zu machen, ist immer leicht und kann sehr schnell eine Demokratie zum Einsturz bringen. Gerade wir Deutsche sollten das aufgrund unserer Geschichte wissen. Und ich glaube noch daran, dass wir in einer Demokratie leben, wenn auch in einer äußerst kaputten. Und falls ich trotz allem geframed und in den Kommentaren zugeflamed werde und als unsolidarisch behandelt werde, bleibt mir nur eines zu tun. Macht's gut und ich bin dann erstmal weg. Aber dafür sang und lautstark, denn mir hängt das alles zum Hals raus. Tschüss! Und dann wird Saas in ihrer Stadt wüten wie ein Büffel.